Herzlich willkommen zu unserem ersten Urlaubsvideo. Eigentlich wollte ich ja die Kamera erst anmachen, wenn wir auf Sylt sind. Vielleicht mache ich das auch erst, dass ich die Videos erst reinstelle. Aber wir haben jetzt doch noch uns entschieden, freitagsabends schon zu fahren. Sind direkt hier hochgefahren in den Norden, sind mehr oder weniger kurz vor Flensburg. Wollen jetzt hier unseren Negativtest machen, um dann durch Dänemark nach Röme zu fahren, um dort mit der Fähre dann überzusetzen. Und vielleicht halte ich die ein, zwei Tage doch noch in dem Video fest. Das werdet ihr ja jetzt merken. Wir stehen jetzt hier die erste Nacht ganz abseits von der Autobahn, 10 Kilometer weggefahren. Haben wir uns einen schönen einsamen Waldparkplatz gesucht. Und es ist ganz toll hier. Da gibt es ein Gelände mit Reitweg und ein riesiges Freilaufgelände für Hunde. Ohne Leine mit Hund im Wald spazieren gehen, ohne dass man sich Gedanken machen muss. Sind ganz viele Hundebesitzer hier unterwegs. Auch eine schöne Sache. Wir haben natürlich Abstand gehalten erstmal. Und sind jetzt hier noch ein bisschen am Frühstücken und die Kinder touren da hinten im Wald rum. Und dann geht es weiter für uns zu unserer nächsten Teststation. Und dann übernachten wir noch mal kurz vor der Grenze irgendwo. Wir wollten nur rechtzeitig hier oben sein, falls doch mal was mit dem Wohnmobil ist und sowas. Da wollten wir diesmal kein Risiko eingehen. Viel Spaß mit dem Video. Erste Etappe erledigt. Wir stehen in Hennstedt-Ulzburg auf dem Parkplatz vom Aldi und DM. Waren als Großfamilie im Zeltchen, haben uns testen lassen. Jetzt warten wir auf die Nachricht und dann druckt Caro das gleich noch nebenan im DM-Markt aus. Und dann geht es für uns 150 Kilometer direkt an die dänische Grenze zu einem Stellplatz, den ich jetzt eben hier im Wohnmobil rausgesucht habe. Und dann verbringen wir da heute noch den Tag. Und da sehen wir uns gleich wieder. Hoffentlich mit einem negativen Ergebnis, sonst können wir wieder nach Hause fahren. Also, mal gucken. Ja, sehr schön. 2-3 Minuten nur später kam schon die E-Mail. Mein negatives Ergebnis ist da. Habe jetzt Caro in den DM weitergeleitet. Jetzt mal gucken, wenn die gleich kommen, ob alles funktioniert hat im Ausdruck. Would help. Direkt angekommen an der Grenze, kurz vor Dänemark. Wir haben einen Stellplatz bei Udo gefunden. Ach Gott, ist der cool. Der ist echt sympathisch, der ist super. Haben uns echt erst voll in die Matschepampa gestellt. Es hat gerade kurz aufgehört zu regnen. Hier geht echt die Welt unter, so stark hat es geregnet. Also nächstes Mal, wer ankommt, bitte die Handynummer vom Udo wählen. Der ist echt cool und lässig und super drauf. Und der sagt euch, wo er euch hinstellt und wo er sich was auf unserem Platz hier befindet. Da seht ihr, wie wir hinten stehen. Und dann stelle ich euch mal gerade die 1-2 Hotspots von diesem schönen Stellplatz vor. 10 Euro kostet der Stellplatz, wenn man jetzt nichts braucht an Strom, Dusche, sonst was. Ansonsten sind es 15 Euro. Ja, richtig in der Natur hier gelegen. Sehr schön. Ja, das gefällt mir richtig gut hier. Das ist so ein kleiner, schnuckliger, ländlicher Stellplatz mit richtig schönen, nicht einfach nur einen Platz zum Draufstellen, sondern da sind so ein paar süße Eckchen mit Grill und Ofen und Tischlein und Stühlen und so einer Hollywood-Schaukel da unten. Also bei schönem Wetter ist es hier ein richtig schöner Urlaubsort. Larger ain't border and wiser ain't
you believe in. Das ist natürlich für die Kinder hier mit den Hühnern auch eine ganz tolle Sache. Die sind ja so zutraulich, diese kleinen Viecherchen hier. Super. Ja, und was gibt's Schnuckligeres, Schöneres und Gemütlicheres als so eine kleine hauseigene Bar mit schöner Sitzecke und Fernsehstation, falls man Fußballabend ist oder Redeabend oder Saufabend, Zigarettenabend, geraucht werden darf hier drin auch. Der eine ist Fan, der andere langsam locker nicht mehr. Aber das ist einfach eine schöne Sache auf dem Campingplatz, so eine kleine Camper-Bar-Rückzugecke zu haben. Sehr schön. Motorradfahrer und ein Hundi. Und ich habe schon Traktor und Flugzeug. Jetzt kommt das vom Samu, das haben wir noch nicht aufgedeckt. Achtung, pass auf. Bist du bereit? Abracadabra. Wow, cool, oder? Because everything changes and so must we. Just stay true. Ja, Küche ist vorhanden, eine Spüle, sogar eine Waschmaschine, Frischwasser kriegt man. Das Einzige, was auf Dauer dann doof ist, man kann ja hier aufs Klo gehen, das ist also super, aber Chemiekloentleerung gibt es nicht. Also entweder vorher oder hinterher gucken, dass man sein Chemieklo entleert hat, wenn man da doch mal nachts oder so nicht hier aufs Klo gehen möchte, sondern in sein Wohnmobil gehen möchte. Das ist das Einzige, ja, was die hier nicht sozusagen passt. So, mal auf den Poffen. Auf geht's. Wir gehen Gassi und dann machen wir uns auf den Weg. Dann geht's weiter. Do what you believe in. Do what you believe in. Guten Morgen. Wir sind jetzt gerade um kurz nach 8 über die Grenze nach Dänemark gefahren und wir sind extra früh los, war aber gar nicht erforderlich, weil wir einfach mehr oder minder durchgewunken wurden. Wir haben die Tests vorgelegt und die Ausweise und dann war gut. So, die Kinder haben gerade schon das Meer entdeckt, ganz da hinten, aber es scheint gerade Ebbe zu sein, darum ist es ein bisschen weiter weg und ich glaube, ich kann schon Römö sehen. Ja, unglaublich. Wer hätte es gedacht? Heute ist unser Tag, auch wenn das Wetter nicht so sehr mitspielt. Wir sind am Fährhafen und können sogar noch die Fähre früher nehmen. Hier ist alles ausgestorben, hier ist alles tot. Das ist der Wahnsinn. Und dann geht's los. Unser Sylt-Urlaub kann beginnen. Ist das nicht schön? Also, viel Spaß mit Sylt im nächsten Video dann. An dieser Stelle verabschieden wir uns und an dieser Stelle wird dann das nächste Video beginnen. Macht's gut, bleibt gesund, wir sehen uns wieder, ach Gott, Wind, Meereswind ist toll, auf unserem Kanal, viel Free on Tour, tschüss! Die Fähre, die Fähre, die Fähre, die Fähre, die Fähre.